So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD Brokers. Der DAX ist ja heute wieder unter Beschuss. Und dann schauen wir auch gleich mal das Chartbild an. Zunächst einmal hier meine DAX-Fahrplan von Anfang der Woche. Zunächst ging es ja hoch bis zu dem Widerstandsbereich. Hier hätte man, und hier war eben angesagt, dass es eben wieder zurückfallen kann. Und bis nach diesem Zeitpunkt war ich eher unentschlossen. Weil die US-Indizes haben eben auch noch keine eindeutigen Signale gesendet. Außer dass eben, was ich nachher eben nochmal aufzeige, der S&P-Index, Saisonalität, war eben abwärts gerichtet. Aber was eben auch niemals hier der Fall war diese Woche, und das war eben auch richtig, nie weitere Kurse nach oben, Kursziele nach oben auszugeben. Also auf der vorsichtigen Seite, vielleicht hat der ein oder andere eben auch diese Bewegung noch traden können und war somit auf der richtigen Seite. Aber allerdings, diese Bewegung wurde eben hier jetzt nicht im Stream mitverfolgt dann. So, hier in dem Chartbild sieht man eben auch noch die Unterstützungen. Einerseits ist es eben hier die Gap-Oberkante, die verläuft eben bei 10.000, bei knapp unter 10.600 Punkten, und die Unterkante eben bei 10.500 Punkten. Und aktuell stehen wir eben bei 10.600 Punkten und hat eben nur ganz kurz ist es in die Kurslücke eingedrungen. Der andere Widerstand, die andere Unterstützung ist ein Wochenwiderstand, den zeige ich eben gleich im Wochenchart. Also bislang hat eben der DAX noch keine solide Unterstützung erreicht. Also es kann jederzeit eben nochmal hier zu der Gap-Unterkante ein Rücklauf stattfinden oder eben sogar bis knapp unter die 10.400er Marke. Diese Gap-Kante hat natürlich wieder jeder Charttechniker im Chartbild eingezeichnet. Hier darf man eben auch mal wieder schauen, ob es nicht vielleicht knapp oberhalb dreht oder eben dann doch nach unten durchrauscht. Kommen wir zum Tageschart. Was eben hier eben auch sehr auffällig jetzt eben ist, ist eben der Fehlausbruch über die Trendkanal-Oberkante. Das muss jetzt eben der DAX verarbeiten. Also hier gab es eben ein kurzes Überschießen des Widerstandsbereiches. Und dann gab es aber einen deutlichen Abverkauf. Hier an dem heutigen Tag würde die Wolke eben sogar auch noch unten auf dem Monatswiderstand bzw. Weekly-Widerstand liegen, knapp unter der 10.400er Marke. Morgen jedoch würde die Marke fast exakt an der Gap-Unterkante liegen. Also diese zwei Marken sollte man auf jeden Fall im Chart einzeichnen und vorher eher nicht unbedingt auf eine Trendwende spekulieren. Ich mache mal hier kurz den Wochenchart eben auf. Hier hat eben exakt der DAX im Wochenchart und es ist eben auch der Xetra ist in der Wolke geblieben, der kurze Ausbruch, und eben hier sieht man, dass die Wolkenunterkante eben auf dem Level von 10.372 liegt. Deswegen wäre ein Anlaufen dieser Marke bzw. auch ein kurzes Unterschreiten möglich. Was ich zwar nicht ganz ausschließen kann, aber Kurse, sage ich mal, jetzt heute oder morgen deutlich unterhalb von eben 10.400 Punkten, davon gehe ich jetzt nicht aus. Sonst würde wirklich das Chartbild noch deutlicher eingetrübt werden und wir würden wahrscheinlich dann keine Rallye sehen, Weihnachtsrallye mehr. Hier dieses Chartbild läuft, oder beziehungsweise habe ich den Lesern schon länger aufmerksam gemacht, dass eben auf jeden Fall von den letzten zwei Jahren
direkt in der Woche eben hier am 9.12., hier an dem 8.12. und eben jetzt an dem 7.12. eine deutliche Abwärtsbewegung eben stattgefunden hat. Im Jahre 2012 kam die Abwärtsbewegung etwas später. Da war auch das Chartbild leicht anders. Natürlich. Und hier sind eben, ja, ich könnte es eben auch noch einen Fehlausbruch, ja, bis nochmal, beziehungsweise bis knapp 2020 Punkten kommen. Und eben, ja, deutlich darunter sollte es, also paar Wochen Schlusskurs definitiv nicht gehen. Sonst, ja, sonst sieht es wirklich nicht gut aus. Im Nasdaq-Index lief eben leider gestern der Kurs etwas zu weit runter. Konnte eben auf Schlusskursbasis die Marke von 4.650 eben brechen. Aber dann kam eben, wie erwartet, die Aufwärtsbewegung nach oben. Und aktuell konnte eben wieder der Nasdaq, das ist jetzt hier der Future, der Nasdaq Future wieder den Unterstützungsbereich erreichen. Und knapp, und hier nicht knapp, sondern hier eine kleine Erholung starten. Aber hier gibt es jetzt aktuell auch kein neues Setup. Ich werde die Märkte, den DAX natürlich eng, maschig begutachten und eben aber vor dem Gap Close bzw. vor 10.400 Punkten werde ich höchstwahrscheinlich keine Long-Position eingehen. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, sobald die Marken erreicht werden, und ich am Rechner sitzen sollte, werde ich dann ein Setup erstellen. Danke und bis später.